jeder hat mich gefragt, was ist in der CDU los? Wie ist die Zukunft der CDU? Und was bedeutet das für Deutschland? Und was bedeutet das für Europa? Ich fürchte, dass Sie damit das Problem beschrieben haben. Wir haben eine andere Vorstellung. Aber der Kernpunkt, den wir als CDU insgesamt in Deutschland sehen müssen, ist, dass Wasser und Seife nicht mehr die ist, die sie in den 70er, 80er Jahren waren. Es gibt massive gesellschaftliche Veränderungen. Es gibt internationale Veränderungen und darum muss Wasser und Seife neu definiert werden. Dann werden wir auch wieder attraktiver. Das sind wir auch. Das sehe ich so. Unsere Vorstellung ist, dass es gerade für die CDU nach beiden Seiten eine wohlbegründete, ich sage übrigens, an der Menschenwürde orientierte und begründete Abgrenzung gibt. Das, was die CDU jetzt tun muss, das ist weit, weit mehr. Wir müssen die großen Fragen, die es gibt, die für Angst und Verunsicherung sorgen und wo es ein Angebot gibt der Abschottung und Angst, dem müssen wir ein eigenes christdemokratisches Angebot entgegensetzen. Wir müssen nach vorne schauen. Ich habe nie irgendeine Schadenfreude über die Entwicklung der SPD gespürt und gehabt. Aber wir können, glaube ich, von der SPD qualvolles, langsames, öffentliches Sterben lernen. Nein, das tun wir nicht. Hat auch nie einer getan, es wäre auch völlig bescheuert. Wir kennen uns, seitdem sie mal im Bundestag war. Sie war mal vor einem Jahr im Bundestag. Und jetzt ist sie zu dem Ergebnis gekommen, dass sie diese Last nicht mehr tragen kann. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das gar keinen Unterschied ausmacht, weil die SPD ganz dramatisch verloren hat als Konsequenz, ein Drittel der Stimmen verloren hat und die Grünen sind knapp über 5%. Es ist vielleicht okay, dass sie die Menschen im Stich lassen. Die Linkspartei ist auch eine Partei, die bewusst die Trennung zum Linksextremismus nicht zieht. Das ist eine menschenverachtende Politik, die hier betrieben wird. Es liegt an uns, dass etwas Neues beginnt. Dafür müssen wir nichts umstürzen und nichts abreißen. Aber wir wollen etwas ändern, denn es muss sich etwas ändern. Was wir ändern müssen, liegt in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Und darum zählt nicht der Blick zurück, sondern der Blick voran. Neue Fragen brauchen neue Antworten.
Wir wollen im Wettbewerb in einer rauer gewordenen Welt bestehen. Wir müssen uns diesen Änderungen stellen, um frei entscheiden zu können. Wer, wie, was wir sein wollen. Frei und solidarisch. Offen und wehrhaft. Mittelständisch und umweltfreundlich. Vieles entscheiden wir dort, wo wir leben, arbeiten, Freunde treffen. Anderes geht uns als Nation an. Für manches brauchen wir Europa. Es geht nicht um links oder rechts. Wir wollen nach vorne. Und zwar jetzt, nicht erst morgen. Wir müssen wissen, es geht um sehr viel. Es geht darum, dass die Menschen im Wandel Sicherheit spüren. Es geht darum, dass Europa nicht scheitert. Es geht darum, dass die CDU Volkspartei bleibt. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür müssen viele mitmachen. Also,